Also zum heutigen Spiel, Chris Wieland, erster Trainer, Glückwunsch zum Sieg und ich darf Sie gleich zu Ihrem Statement zum heutigen Spiel bitten. Grüß Gott erst einmal. Heutiges Spiel war ein bisschen eine zerfahrene Angelegenheit am Anfang. Von beiden Mannschaften Scheiben verhupft und wir sind einfach am Anfang auch nicht ins Spiel gekommen. Wir haben momentan ein bisschen Probleme, dass wir von Anfang an konzentriert zu Werke gingen. Das war heute nicht der Fall. Und dann im letzten Drittel haben wir die Tugenden, die wo ich verlange, die haben wir dann umgesetzt, haben wir eine Torschancen rausgespielt, die Scheibe ist tief gekommen und auf einmal ist das Spiel eigentlich einfach. Und wie gesagt, wir haben viele Chancen gehabt zum Schluss raus. Memmingen hat auch sehr viele Chancen gehabt in dem Spiel heute. Und dann haben wir als glücklich Sieger noch vom Eis gegangen. Also ich muss sagen, wenn ich mir die Tabelle jetzt angeschaut habe, das war für uns wahnsinnig wichtig, der Sieg dabei, weil sonst hat sie auch bei uns dran. Und wie gesagt, wir haben ein vermeintlich leichtes Programm gehabt am Anfang, haben wir zum Glück gut rausgekommen und deswegen bin ich froh, dass wir da heute den zweiten Punkt noch mitgenommen haben und ja, war schon passt dann. Alles klar, vielen Dank, Markus Wieland. Jogi, ich sag gar nicht viel, einfach dein Statement zum heutigen Spiel. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ja gut, also wenn wir vor dem Spiel gesagt haben, wir holen einen Punkt gegen Miesbach, dann wäre jeder zufrieden gewesen. Jetzt so im Nachhinein ist es natürlich schon so, wir haben am Anfang, denke ich, also zweieinhalb Drittel wirklich ein passables Eishockey gespielt. Es war wirklich eine gute Laufbereitschaft gehabt. Wir waren nah am Gegner, das hat eigentlich alles so gepasst. Da haben wir es ein bisschen versäumt, was heißt ein bisschen, ja, hätten wir unsere Torschancen mal besser nützen müssen. Dann wäre hinten raus das Ganze nicht mehr ganz so eng geworden. Und dann, also wie es mein Kollege auch gesagt hat, in die letzten 10 Minuten hat dann Wiesbach so seine Klasse gezeigt. Wir waren dann, haben wir ein bisschen schwere Füße gehabt, die Scheibe kam von Wiesbach immer tief, wir haben das Ding nicht mehr rausgebracht. Also letztendlich war es sicherlich ein glücklicher Sieg für Wiesbach, aber ich bin also wirklich ganz zufrieden und ja gut, also ich bin ganz stolz auf meine Jungs. Danke. Dankeschön. Jogi, ja, Herr Wieland, wenn wir kurz auf die Tabelle schauen, wir haben es hier stehen gehabt, TEV ganz vorne mit 16 Punkten, ihr seid Vorjahresmeister, jetzt seid ihr nach 6 Spieltagen umgeschlagen. Ich weiß, es kommt eine Frage, die Sie wahrscheinlich nicht gerne hören wollen, aber wer kann euch überhaupt auch dieses Jahr auf dem Weg zum Bayernliga-Titel stoppen? Ja, also die ganze Liga ist meiner Meinung nach 20% besser, wie es letztes Jahr war. Die Spieler, die in der Liga jetzt spielen, wenn ich mal bei Ayo schaue, die New York oder also der Switzer, wie es alle heißen, die ganze Liga ist stärker geworden. Und für uns ist es einfach so, ich habe einen guten Kader, ich habe eine gute Mannschaft, eine gute Truppe, aber für uns werden immer die Gejagten. Und für uns ist das Wichtigste einfach, dass wir jedes Spiel mit 120% müssen wir antreten, weil jede Mannschaft, wir sind die Mannschaft, die was zum Schlagen geht. Und das ist das Problem, was ich ein bisschen habe, dass wir uns halt immer wieder aufs Neue motivieren müssen und alles. Und, aber wie gesagt, ich bin mit dem Start sehr zufrieden. Und einige Sachen klappen noch nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber da haben wir auch einen guten Weg, dass wir das wegbringen. Deswegen einen guten Start gehabt. Und ja, jetzt schauen wir mal, was heuer passiert. Aber ich sage dann, die ersten 10 Mannschaften, wie man sieht, wie eng das die benannt haben, das ist kein Selbstläufer nicht. Und die Liga ist attraktiv, macht es sehr Spaß in der Liga. Und ja, für uns ist halt jedes Spiel neu beweisen und das Beste abrufen und dann, wenn es geht, so lange wie möglich halt umbleiben. Alles klar, vielen Dank, Herr Wieland. Ja, euch weiterhin natürlich alles Gute. Auch wir werden weiterhin dranbleiben, euch zu jagen, sicherlich. Und ich würde einfach sagen, ja, bei uns dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen, weil auch unser Helge hat nachher noch ein bisschen was zu sagen. Wenn Sie nach Hause wollen, ist nicht aus Unmöglichkeit. Wir sind in der Kabine. Ja, also wir haben ein bisschen Zeit. Wunderbar, vielen Dank. Weil dann kommen wir noch kurz zum Werner. Werner, man hat gesehen, der Jogi war ganz zufrieden heute. Das war, muss man auch deutlich sagen, schon eine signifikante Verbesserung der Mannschaft im Vergleich zum letzten Wochenende. Vor allem in der Defensive ist man wesentlich besser gestanden, kompakter gestanden. Was habt ihr unter der Woche gemacht? Erzähl ein bisschen, gib ein bisschen Einblick in eure Trainerarbeit. Ja, guten Abend von meiner Seite. Ja, wir haben die Woche 3-mal trainiert, so wie die anderen 5-6 Wochen vorher auch. Und ja, es kommt jetzt das zum Tragen, was ich schon vor 14 Tagen gesagt habe, dass es halt mit den vielen Neuen eine Weile dauern wird, bis die Reihen sich finden, bis sich das alles einspielt. Und ich glaube, das sieht man jetzt so allmählich. Ich habe da am Anfang davon gesprochen, dass es noch 4 oder 5 sogenannte Testspiele sind, wenn es natürlich auch um Punkte geht. Aber so allmählich findet sich der Kader und
Ja, das hat man am Freitag schon in Fronten gesehen, wobei Fronten ist dann natürlich nicht zu vergleichen war wie mit Miesbach heute. Aber was die Mannschaft im Endeffekt leisten kann, hat man heute gesehen. Und ja gut, daran gilt es aufzubauen. Jedes Spiel ist gleich schwer. Und ja, wir schauen im Training, dass wir das Tempo hochhalten können, dass die Jungs fitter werden, dass sie untereinander halt sich besser verstehen, dass also jeder, dass die Laufwege halt irgendwie stimmen, dass der eine weiß, wo der andere hinläuft. Automatismen natürlich ist im Training ja ganz normal, dass man eben bestimmte Spielsysteme eben spielt, wie man von hinten rauskommt und so weiter. Und das muss man halt von Woche zu Woche vertiefen, intensivieren und verfeinern. Alles klar, vielen Dank. Werner, Jogi, jetzt habt ihr, dass ihr dreimal trainiert habt, ist ja an sich schon mal ein gutes Zeichen, aber ihr habt natürlich auch ein bisschen was an der Reihenzusammenstellung. Stimmt's gar nicht? Doch. Nein? Aber ihr habt auch an der Reihenzusammenstellung ein bisschen was geändert. Ihr habt den Andy Börner in die erste Reihe hochgezogen, den Rod in die zweite Reihe. Was war der Gedanke da dahinter aus Trainersicht? Ja, aus Trainersicht. Also erstmal muss ich mal sagen, dass der Werner ein Training schwänzt hat. Wir haben viermal trainiert die Woche. Ja, das war mal Nummer eins. Ja. Die Reihen, also das. Wer hat bloß für drei Training zahlt? Achso. Naja, okay. Ja, also wir haben die Reihen, also wir waren noch nicht, haben uns zusammengesetzt und haben gedacht, naja gut, also es hat sich alles so fokussiert auf Switzer, Newhawk, ja, wen tun wir dazu, Löhle oder Börner oder wem, einen von den Jungen, wie den in Vichiklo haben wir auch schon probiert. Dann haben wir gesagt, also gut, also das funktioniert nicht, also zumindest funktioniert es noch nicht. Das war einfach so, dass die sich immer suchen die zwei, ja, also und da die spielen wunderschön teilweise, die spielen ein japanisches Powerplay um das Tor rum, das ist ein Wahnsinn, aber da die spielen 10 Minuten und haben einmal auf Tor geschossen. Also das kann es ja nicht sein, ja, also mit Effektivität hat es natürlich nichts zum Tor. Ja, dann haben wir uns gesagt, also gut, die ziehen wir jetzt auseinander, natürlich gibt es auch mal ein langes Gesicht oder so, aber sie haben, waren wenigstens so viel, haben nichts gesagt, ja, und jetzt tust zu den zwei nur einen Martin dazu, ja, dann hast du 3 Stürmer tief und überhaupt keine in der Defensive und das ist das, du schießt zwar vorne 5 Tore, kriegst hinten 7, ja, dann bist du wieder der Depp. Ja gut, und das haben wir uns jetzt mal so ausgedacht, wie wir das machen. Wir haben, uns fehlt halt immer noch der Rotti vorne, weil man einfach, der Pauli ist eben noch verletzt, ja, und da haben wir ja drauf reagiert jetzt auf diese vielen Verletzungen in der Defensive. Wir haben ja noch einen jungen Verteidiger, der sich die Schulter ausgekugelt hat, also, aber ich glaube, es ist zum zweiten oder zum dritten Mal, das war der Werner besser. Ja, also, und ja gut, und da bin ich jetzt ganz optimistisch, was die Zukunft anbelangt, vor allem auf unsere Verteidigung bezogen. Ja. Danke, Jogi. Der junge Verteidiger, das ist der Ramon, wenn ich mich falsch liege, mit der Schulter. Und Jogi, du hast es angesprochen, ihr habt reagiert auf die Verletzung von Robert und da ist es, glaube ich, der Zeitpunkt, wo ich den Helge da hinten mal anschaue. Steht er natürlich ganz hinten. Also, kommt nach vorne. Dann alles gut. Guten Heimweg. Danke dir. Danke. Servus. Für die Glück. Ja, danke dir auch. Servus. 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 Servus.